Ja, Levitation müssten wir dann jetzt, glaube ich, einsetzen. Ne? Haben wir da oben was Interessantes? Ich speichere. Ach, guck mal, wer da ist. Echsenkrieger. Und da hinten ist noch einer. Ein Echsenpriester, scheiße. Und deswegen sage ich scheiße. Wie soll man denn die da gleich besiegen können? So, pass auf, wir machen es uns bequem, ne, würde ich sagen. Lalalalalala. Ich könnte ja zwischendurch mal was über einen Umzug erzählen. Über einen Umzug erzählen? Ich bin schon ein bisschen heiser gerade. Weil wir die letzten Tage echt viel unterwegs waren. Ich wollte ja eigentlich letzte Woche schon umgezogen sein. Das war, glaube ich, der 2., 3. März, wäre eigentlich das Umzugswochenende. Und dann habe ich kurz vorher noch Bescheid bekommen, dass die Wohnung nicht fertig ist, weil da wurde irgendwie noch Boden geschliffen, pipapo, und dann konnte man erstmal nicht einziehen. Umzugsunternehmen war aber schon gebucht. Ich habe genau einen Tag vorher Bescheid bekommen. Und das hieß für mich dann quasi, dass ich irgendwie eine Lösung finden musste. Das heißt, die Möbel sind erstmal alle komplett eingelagert. Irgendwie ein ganzes Lager voll, nur mit Krempel. Und das wird dann nachgeliefert jetzt am 12. 13. Genau, ich weiß gar nicht, wann diese Folge rauskommt. Müsste übermorgen sein. Jedenfalls werden die Sachen da erst nachgeliefert und deswegen bin ich momentan hier noch sozusagen im Asyl. Und muss die Zwischenstation. Der Priester ist nicht da, ne? Gut, den können wir trotzdem treffen. Und muss hier quasi in der Zwischenstation, habe ich jetzt mal den Rechner im Playmassive-Büro aufgebaut. Und kann dann dementsprechend jetzt hier notfalls auch mal Folgen aufnehmen, wie hier gerade, wenn auch nicht ganz mit dem Mikrofon und dem ganzen anderen Equipment, was man so dabei hat inzwischen. Aber das ist ja mehr so Back to the Roots gerade. Das müsste eigentlich gehen und wenn ich nicht reinbrülle, dann sieht das hier rechts bei Order City auf dem Monitor auch noch recht verträglich aus. Die Moderation ist dann nur wahrscheinlich nicht ganz so klar, sondern eher ein bisschen dumpf. Und Natal! So, den müssen wir auch gleich weghaben und dann können wir eigentlich mal rüberbeamen und uns den Priester vornehmen. Lalalala. Kommen wir vielleicht noch ein bisschen weiter nach links? Ah ja, guck mal, jetzt haben wir oben auch die Anzeige, das heißt, der ist eh gleich weg. So, ab in Kopf. Und jetzt noch schön in Schritt. Würde ich auch sofort wegbrechen. Wenn man mit der Armbrust in Schritt schießt, dann würde ich sagen, splitterter Pfeil. So. Den Priester erwischen wir von hier nicht. Nee, der hat sich zurückgezogen, wie es aussieht. Jetzt nochmal speichern und jetzt nochmal entweder springen oder Levitation. Ich bevorzuge, glaube ich. Ich glaube, springen bringt ja nicht so viel. Wo ist denn hier Levitation? Hallo? Levitation. Starke magische Heilung. Lichtzauber. Bin ich blind? Haben wir keine Levitation mehr? Eile, Telekinese, Witz erzählen. Berserker, magischer Schutz, Verwandlung. Hä? Hä? Willst du mich verarschen? Lichtzauber? Illusion, Witz erzählen, Telekinese, Eile, Nautilus, Berserker, magischer Schutz, Verwandlung, Skelett beschwören, starke magische Heilung, mittlere, schwache magische Heilung, Schlösser öffnen, magisches Kraftfeld. Aber keine Levitation. Hä? Ich könnte schwören, wir hatten noch Levitation. Na, das ist ja ein bisschen schäbig. Was nochmal? Ach ja, maximale Lebensenergie können wir gleich mal wegsuppeln. Maximales Mana bringt uns nicht viel, aber egal, suppeln wir weg, haben wir da, kommt weg. Aber was ist denn mit der, Wir haben keine Levitation. Wie soll ich noch rüberkommen? Ja, für Springen ist ein bisschen tief, Freunde. Das glaube ich nicht, dass es funktioniert.
anders kommen wir da auch nicht hin, ne? Ja gut, hier ein bisschen klettern ist schön, Free Climbing und so, aber bringt uns gerade gar nichts. So, ja, nichts. Ich speichere mal ab, aber so weit never. Tschüss, ne? Gut, elegant abgerollt, aber... Und hier war ja auch gar nichts mehr, ne? Nee, hier ist Sackgasse, Sackgasse, Sackgasse. Ich hoffe, ihr seht das auf YouTube, weil es hier relativ dunkel ist und ich mache jetzt mal einfach keine Fackel an, weil die, ehrlich gesagt, nervt, genauso wie der Lichtzauber auf Dauer, wenn es einem dauernd vor den Augen rumflimmert hier in der dunklen Höhle. Aber wie kommen wir da jetzt rüber? Hat der schäbige Inquisitor vielleicht eine Levi-Rolle? Eine Levitation Scroll? Hallo? Huch? Man kann sie nicht hören, aber ich kann sie förmlich riechen. Wen kannst du riechen? Die Echsen. Sie sind hier, hinter der Mauer. Und jetzt solltest du lieber deine Befehle befolgen. Halt die Schnauze. Ich dachte, du meinst deine Füße. Das ist unglaublich. Eine Festung mitten im Vulkan. Wie lange stehen diese Mauern schon? Sie sehen uralt aus. Ja, wie deine Mutter. Der Inquisitor weiß, was zu tun ist. So eine Mauer kann ihn nicht aufhalten. Natürlich nicht. Wir müssen wachsam bleiben. Ich traue dem Baraten nicht. Also, halt lieber die Augen auf, anstatt hier rumzuquatschen. Halt die Fresse, du stehst doch dauernd hier rum. Wir machen hier die ganze Arbeit und der Penner hängt ja nur in der Gegend rum. Immer schön die Augen offen halten. Das waren bestimmt noch nicht alle Biester. Verdammte Echsen! Diese Mauern können uns nicht aufhalten. Oh. Das ist zu riskant. Ach, schade. Lass mich. So, wen hatten wir da noch nicht? Ich glaube, die Frau... Den hatten wir schon, ne? Verfluchte Echsenbrut. Wir werden jeden einzelnen von ihnen töten. Natürlich. Wie geht's dir? Puh, die Mauern sehen ganz schön dick aus. Ich hoffe, wir finden einen Weg hinein. Verfluchte Echsenbrut. Wir werden jeden einzelnen von ihnen töten. Ich glaube fast, wir werden jeden einzelnen von ihnen töten. Bin mir aber nicht sicher. Bis dann. Ach, Fresse, Mann, wir brauchen eine Levitationsrolle. Wo geht's denn hier lang? Oh, Reichtümer. Ja, zu holen ist hier aber sonst nicht viel, glaube ich. Nee. Ich müsste mal eine Fackel anmachen, aber... Buh. Ja, sieht schon krass aus. So, ich laufe mal einfach zurück. Weil wir haben da noch ein paar Echsen nicht gelootet. Und ich frage mich halt, soll ich dann in die Hafenstadt gehen? Oder soll ich vielleicht hier eine Steinplatte mitnehmen? Da kann man hochkraxeln. Ich mache mal eine Fackel an, ne? Ist ein bisschen dunkel hier. Ich weiß, die schwummert immer im Auge. Aber vielleicht sehen wir dann noch ganz tolle Sachen, die wir hier bis jetzt nicht gesehen haben, wie zum Beispiel gar nichts. Huch, Rödel, Rödel. So, vor allen Dingen macht so eine Fackel auch immer Kirre mit dem Schattenspiel. Und die anderen Echsen sind weg und hier ist gerade eh Nacht. So, er liegt da noch ein bisschen, der hat noch 14 Gold für uns aufbewahrt, das ist sehr nett. Die Frage ist, wo kriegen wir jetzt eine Levitationsrolle her? Können wir nicht vielleicht in der Vulkanfestung eine Levitationsrune kaufen oder irgendwas? Das wäre doch zumindest mal angebracht, dass wir... Nein! Wo kommt der denn her? Speichern? Wo kommt der denn her? Ich eile.
Nun, Mendozas Plan hat funktioniert, was? Nur, dass die Echsenmenschen uns so hart zusetzen, damit hat er wohl nicht gerechnet. Was hast du jetzt vor? Jeder Feind innerhalb der Mauern muss besiegt werden, damit wir die Kontrolle über die Vulkanfestung zurückgewinnen. Was ist mit den Überlebenden? Wir Magier müssen uns versammeln. Such die anderen und sprich mit ihnen. Was soll ich ihnen sagen? Wenn sie leben, sollen sie sich zur Heiligen Halle durchschlagen. Wir müssen die Flamme schützen. Und wenn sie tot sind? Dann überlasse nichts dem Feind. Nimm alles an dich, was sie dabei haben. Geh und finde die Magier. Ich schütze die heilige Flamme. Na super, und wir sollten doch eigentlich unten in der Höhle sein. Wir sollten ja gar nicht hier sein, eigentlich. Eigentlich. So, sind hier irgendwelche Viecher? Nee. Ich brauche doch Levitation, Freunde. Ihr könnt doch jetzt nicht die Festung überfallen. Wenn wir gerade dabei sind, eure Art auszulöschen, das macht man doch nicht. Wie unhöflich von diesen Echsenmenschen. Oh. Oh. Hey, hey. Ja. Ja. Oh. Oh. Ah. Hey. Ja. Oh. Der pennt da die ganze Zeit. Das gibt's ja gar nicht. Ich hab doch was gehört. Schnauze. Sieh zu, dass du Land gewinnst. Alter, ich schlitz dich auf. Und deine ganze Sippe. Nein! Scheiße. Ach, super. Ja. Heilige! Nein, nicht auf den Stuhl setzen. So, lieber mal eine 5 in den Kopf hauen und dann speichern. Und es scheint so, hier ist doch irgendwas. Ich höre die doch noch gurgeln da. Haben wir den schon? Interessant. Haben wir den schon? Nichts Neues. Schade. Sind die auch in den Räumen? Nee. Die haben wir ja eh schon ausgeleert hier alle. Hier ist auch gar nichts mehr. Gut, ich würde sagen, wir schlagen uns mal durch die Festung. Wir hauen jetzt mal die Eindringlinge weg, sammeln die XP auf. Wir könnten uns auch ein Obsidianschwert holen inzwischen. So, Schwert. Ist da etwa auch... Nee, hier ist doch keiner drin. Aber ich höre es ja überall gurgeln und es ist so dunkel hier, dass ich nichts sehe. Zumindest nicht richtig. Ja! Ah. Ja! Oh. Alter! Das gibt's doch gar nicht! Die Kröte! Ich glaube, mir fehlen hier einfach die Skills im
Oh nein! Ach, ich dachte, die haben das Schwein umge... Ist es tot? Ach, die schlafen alle. Ach so. Ich kenne das gar nicht. Schlafen und so eine exotischen Gewohnheiten, die sind mir völlig fremd. Eigentlich müsste ich ja auch gerade pennen, aber nein, ich nehme hier schon wieder eine Stunde auf. Und wollte doch eigentlich nur zwei Folgen aufnehmen, aber ihr wisst ja, wie es ist. Ey! Ja! Ah! So. Lecker Eintopf, lecker Käse, lecker Wurst, lecker Brot, lecker Kartoffeln. Kurz einen schönen Eintopf machen, hier nehmen wir noch ein bisschen Wein mit. Äpfelchen geht auch, hier noch ein Weinchen. So, ansonsten war es das hier, ich speichere mal. Da hinten... Ach, ist ein... So, ein bisschen mit Taktik gekämpft, ausnahmsweise mal. Macht den Kampf irgendwie auch leichter, wenn man mit Taktik kämpft und nicht einfach nur drauf drischt. Oh, Entschuldigung. Hey, gut, dass du lebst. Mann, was für ein Gemetzel. Mehr als die Hälfte von uns sind tot. Wie ist die Lage? Das Tor muss gesichert werden. Die Jungs da unten können bestimmt noch Unterstützung gebrauchen. Ich werde hier die Stellung halten. Wer weiß, wo sich hier noch überall Echsen rumtreiben. Wie ist die Lage? Sicherung des Tores. Kommen wir gleich zu. Oh, Rekrut. Oh, was hat denn der dabei? Eisenerz, Kartoffeln. Nichts zurücklassen. Das ist mein Befehl. Ignatius will, dass ihr euch in der Heiligen Halle versammelt. Ich werde gehen. Doch da ist noch etwas. Da ist ein Krieger. Was? Wo? Auf dem Friedhof. Ein zäher Schweinehund. Sei vorsichtig. Was auch immer ihr da unten macht, es ist nichts Gutes. Mann, was mich ärgert, ist, dass wir hier gerade Nacht haben. Das wäre mir viel lieber, wenn man am Tag kämpfen würde, aber ich kann ja jetzt nicht 8 Stunden pennen, während die alle kämpfen. Oh, Bronco. Naja, um den ist es nicht schade. Klingenschaden 30. Toll, so eine Wurstwaffe, weißt du? Braucht doch keiner. Hey, da hat ja jemand überlebt. Wie ist die Lage? Mach dir um uns keine Sorgen. Wir passen auf. Ich werde jetzt weiterarbeiten. Und jeder, der mich dabei stört, wird das bitter bereuen. Wie ist die Lage? Mir hat das alles von Anfang an nicht gefallen. Und wenn die Jungs mehr trainiert hätten, wären sie jetzt nicht tot. Richtig. Ich setze mich hier nochmal ganz kurz bequemer hin, damit ich ja nicht auch tot vom Stuhl falle. Und jetzt gucken wir mal ganz kurz da hinten. Auf dem Friedhof ist ein zäher Schweinehund. Ich mache mal Folgendes. Mist. So, zumindest sieht man jetzt was mit der Fackel. So, wo ist die? Da ist die. Speichern. Yuki! Krautstängel, Grog. Das ist ein super Kloster, alle nur am Rauchen und Saufen. Also ist echt ein super Kloster, ne? War jetzt nicht fake. Was wir gespeichert haben. Das ist übrigens der Ladebildschirm. Der ist sehr schön. Ich weiß nicht, ob ihr den im Let's Play schon gesehen habt. Ich glaube, bis jetzt war ich einfach so ultra Pro-Skill am Game, dass man den Ladebildschirm quasi kaum gesehen hat. Der war immer nur so ganz kurz auf der Durchreise, hat sich gar nicht getraut, sich blicken zu lassen. Und auch jetzt wird er gleich wieder Vergangenheit sein.
Und Buchständer können wichtige Informationen enthalten und deine Weisheit verbessern. Übrigens auch die örtliche Bibliothek. So. Haben wir hier alles eingesackt? Haben wir alles eingesackt. Gut, Yoki oder wie der heißt, den rauben wir nochmal schnell aus. Speichern.